Ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest. 9000, das ist das Buch. Arzneimittel bewertet und ich bin angekommen, wie das Buch zu lesen ist. Das ist die Einführung und es geht um wichtige Hinweise zu Wechselwirkungen. Wenden Sie mehrere Arzneimittel gleichzeitig an, können die Substanzen miteinander reagieren. So kann das eine Mittel die Wirkung des anderen abschwächen oder verstärken. Unerwünschte Wirkungen können stärker oder häufiger auftreten. Es können sich aber auch ganz andere Effekte einstellen. Manche Wechselwirkungen sind so gravierend, dass die Wirkstoffe keinesfalls zusammen angewendet werden dürfen. Möglicherweise sind in diesem Buch deutlich weniger Wechselwirkungen aufgeführt als in der Packungsbeilage. Dort nennen die Arzneimittelhersteller aus haftungsrechtlichen Gründen alle Wechselwirkungen, die im Zusammenhang mit dem Wirkstoff jemals beschrieben worden sind. Auch solche, die in der Praxis für die Behandlung wenig bedeutsam sind. Der hier vorliegende Text beschränkt sich deshalb in erster Linie auf bestimmte Wechselwirkungen, die in der ambulanten Behandlung relevant sind oder gravierende Folgen haben können. Beim Kauf von Arzneimitteln oder beim Einlösen eines Rezepts sollten Sie in der Apotheke immer angeben, welche anderen Arzneimittel Sie außerdem regelmäßig anwenden. Auch Nahrungsergänzungsmittel, diätische Lebensmittel und selbst gekaufte Arzneimittel sollten Sie erwähnen. So lässt sich prüfen, ob es bei der Einnahme des neu und zusätzlich verordneten Mittels problematisch oder sogar gefährliche Wechselwirkungen geben kann. Auch manche Nahrungsmittel können die Aufnahme eines Arzneistoffs aus dem Magen-Darm-Trakt behindern. Andere machen ihn unwirksam oder verstärken seine Wirkung. Solche Wechselwirkungen sind zum Beispiel zwischen bestimmten Arzneimitteln und Grapefruit-Saft oder Früchten, Tee und Milch bekannt. Arzneimittel und alkoholhaltige Getränke passen ebenfalls nicht zusammen. Die Wechselwirkungen zwischen Alkohol und Arzneistoffen sind vielfältig und oft nicht zu überschauen. Um Wechselwirkungen auszuschließen, sollten Sie Arzneimittel grundsätzlich mit einem Glas Leitungswasser einnehmen. Zu Nebenwirkungen. Die Häufigkeit von unerwünschten Wirkungen, im Volksmund auch als Nebenwirkungen bezeichnet, haben wir, wenn möglich, genau beziffert. Die Zahlen entspringen klinischen Studien. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, was gegebenenfalls zu tun ist, wenn eine unerwünschte Wirkung auftritt. Die Häufigkeitsangaben zu unerwünschten Wirkungen, die sich in den Beipackzetteln von Medikamenten finden, beruhen vor allem auf Beobachtungen im Rahmen von klinischen Studien. Dabei bedeutet sehr häufig, die unerwünschte Wirkung wurde bei 1 von 10 Behandelten beobachtet. Häufig bis zu 10 von 100 oder 1 bis 10 von 100 Behandelten sind betroffen. Gelegentlich bis zu 10 von 1000 oder 1 bis 10 von 1000 Behandelten müssen mit dieser unerwünschten Wirkung rechnen. Selten. Die unerwünschte Wirkung kann sich bei bis zu 10 von 10.000 oder 1 bis 10 von 10.000 Behandelten bemerkbar machen. Sehr selten. Die unerwünschte Wirkung kommt in wenigen Einzelfällen vor.
Es ist nicht einfach eine unerwünschte Wirkung von einem möglich neuen, es ist nicht einfach eine unerwünschte Wirkung von einem möglichen neuen Symptom der Erkrankung abzugrenzen. Doch einige unerwünschte Reaktionen auf Arzneimittel sind sehr typisch. Dazu zählen zum Beispiel Allergien. So, das ist auch der nächste Punkt. Allergien. Grundsätzlich kann jedes Arzneimittel eine Allergie auslösen, weshalb diese nicht einzeln in den jeweiligen Wirkstoffbesprechungen ausgewiesen sind. Schwache allergische Reaktionen äußern sich meist durch einen juckenden Hautausschlag. Wird das Medikament abgesetzt, verschwindet dieser auch wieder. Kommen Sie allerdings ein zweites Mal mit dem Arzneimittel in Kontakt, fällt die allergische Reaktion meist sehr viel heftiger aus. Bezeichnend für eine heftige allergische Reaktion sind kalter Schweiß, Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, Nesselfieber, Schwellungen im Gesicht und an den Schleimhäuten, Atemnot und Kreislaufzusammenbruch. Bei derartigen Beschwerden muss sofort der Notarzt gerufen werden. Ein solcher anaphylaktischer Schock muss unverzüglich mit kreislaufstabilisierenden Arzneimitteln und Cortisonspritzen behandelt werden. Dann schwellen die Schleimhäute in den Atemwegen weiter. Denn schwellen die Schleimhäute in den Atemwegen weiter an, droht Ersticken. Bricht der Kreislauf völlig zusammen, muss sofort beatmet werden, damit das Gehirn und lebenswichtige Organe durchblutet bleiben. Wer nach der Anwendung eines Wirkstoffs einmal eine derart lebensbedrohliche Situation erlebt hat, darf dieses Medikament nie wieder anwenden. Auch andere Arzneistoffe aus der gleichen Wirkstoffgruppe sind unbedingt zu meiden. Eine Erhebung aus dem Jahr 2014 zeigt, dass in der Praxis am häufigsten Allergien durch Schmerzmittel, vor allem Diclofenac, Acetylsalicylsäure und Ibuprofen, sowie durch Antibiotika, zum Beispiel Penicilline oder Cephalosporine, eine Rolle spielen und im Ernstfall sogar in die Notaufnahme führen können. In den Beipackzetteln einiger Medikamente finden sich im Zusammenhang mit allergischen Reaktionen auch die Begriffe Lyell-Syndrom oder toxische epidermale Nekrolyse sowie Stevens-Johnson-Syndrom oder Erythema multiforme. Bei diesen Hauterkrankungen bilden sich große Blasen wie bei einer schweren Verbrennung. Diese unerwünschten Wirkungen, die nur für wenige Arzneimittel beschrieben sind, treten meist nur bei 1 von 1 Million Behandelten auf, sind aber oft lebensbedrohlich. Wer jemals eine solche schwerwiegende Hauterkrankung entwickelt hat, muss die auslösenden Arzneimittel zukünftig strikt meiden. So, das war's. Es geht weiter in, wie das Buch zu lesen ist, zu riskanten Zusätzen. Danach kommt ein roter Kasten zur Rezeptpflicht und dann geht es weiter mit Haut und Haare. Das ist das erste postgelbe Kapitel. So, das hat eine Farbe. Sieht aus wie ein Postauto. Tschüss.